Stundenlang wurde ein Mann gequält, furchtbar misshandelt und dann ermordet. Er war allein, er war 40 Jahre alt und wehrlos den Tätern ausgeliefert und die waren zu fünft. Ende März passierte das in Naumburg und es ging bundesweit durch die Presse. Seit heute müssen sich einige der mutmaßlichen Mörder dafür verantworten und das sind keine Erwachsenen. Sie sind gerade mal um die 16 Jahre alt. Fast kindlich wirken die Gesichter. Ihr Leben hat noch nicht richtig begonnen, da haben Sie bereits ein Menschenleben auf dem Gewissen. Und zwar das von Andreas Oertel. Der Wehrlose, geistig Behinderte, musste mit 40 sterben, weil Sie es so wollten. Unglaublich, die Jungen überhaupt begriffen haben, was sie da taten. Aus niederen Beweggründen sollen Sie Andreas Oertel in dessen Wohnung im Naumburger Lindenring traktiert und bestohlen haben. Über mehrere Tage und so brutal, dass er schließlich mit zertrümmertem Schädel starb. Allein und ohne jede Hilfe. Mord und Raub mit Körperverletzung lautet die Anklage, der sich drei Jugendliche ab heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit stellen müssen. Wir beim Landgericht können sagen, dass wir leider eigentlich durchgängig derartige Taten hier verhandeln. Mord. Landgericht Halle. Mehr als 6 Monate nach Andreas Oertels gewaltsamem Tod beginnt der Prozess gegen die erwachsenen Täter, den mehrfach vorbestraften Selko B., 29 Jahre alt, und seinen Bruder Marco, 23 Jahre alt, auch er vorbestraft. In einem zweiten Prozess werden 3 15-jährige Mittäter der Clique zu Jugendstrafen zwischen 8 und 9 Jahren verurteilt. Jugendliche und Erwachsene beschuldigen sich gegenseitig, dem Opfer die tödlichen Schläge zugefügt zu haben. So eine Kälte und Gleichgültigkeit habe sie noch nie erlebt, sagt die Richterin im Jugendverfahren. Auch den Staatsanwalt lassen die Geschehnisse im Fall Andreas Oertel nicht mehr los. Wenn man sich das vergegenwärtigt, das sind Männer, erwachsene Männer im Alter bis zu 29 und Mädchen im Alter bis zu 13 Jahre runter, da liegt ja fast eine Generation dazwischen. Und die haben auch teilweise einen sehr unterschiedlichen sozialen Hintergrund. Das Einzige, was offensichtlich diese Clique verbindet und zusammenhält, ist dieser gemeinsame Treffpunkt auf diesem Spielplatz. Und dieses, man trifft sich da, man sitzt zusammen, man trinkt Alkohol und man quatscht. Mitten in Naumburg, der Lindenring 38. Ganz oben im Haus wohnte Andreas Oertel. Darunter einer der 15-jährigen Mittäter. Erste Ermittlungsergebnisse. Freitag, 21. März 2003. Zweimal stürmt eine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen in die Wohnung. Sie rauben eine Stereoanlage, Boxen, ein paar Euro und einige Flaschen Bier. Andreas Oertel wird geschlagen, getreten. Am Ende eskaliert die Gewalt. Erst ein anonymer Hinweis 3 Tage nach der Tat alarmiert die Polizei. Sie findet den Behinderten tot auf dem Boden liegend. Überall Blut. Auch auf den Theaterspielplänen, die Andreas Oertel über den Schreibtisch hängte, um keine Premiere zu verpassen. Dunkle Nacht. Das Problem an der Geschichte ist wirklich das Verhängnisvolle, wenn Leute, die am Rande der Gesellschaft stehen, die selber Probleme haben gesellschaftlich, dann jemand finden, der vermeintlich unter ihnen steht. Dass man sich selber dadurch stark macht, dass man einen, der noch schwächer ist, kaputt macht. Zeit seines Lebens hat sich Andreas Oertel gegen seine Behinderung gestemmt. Er reiste gern, war in Schweden, wollte nach Spanien. Und da war seine Theaterwelt. Andere Beziehungen gelangen ihm kaum. Eine Freundin hatte er nie. Was blieb, waren ein paar homosexuelle Kontaktversuche, mehr unterdrückt als ausgelebt. Sie wurden ihm zum Verhängnis. 2 der jugendlichen Mittäter setzten Gerüchte in die Welt. Der Oertel stehe auf kleine Jungen, behauptete der eine. Der andere sprach von einem Mädchen. Es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür, dass er in irgendeiner Weise sich an Kindern vergangen hat. Also das ist tatsächlich, ja, das sind die einzelnen Aussagen,
dieser beiden Beschuldigten, die dann von der ganzen Gruppe, ohne irgendwie hinterfragt zu werden, einfach unreflektiert übernommen worden sind. Die Ermittler rekonstruieren. Schon am Vortag der Tat locken zwei aus der Clique den Behinderten in eine Falle, schlagen auf ihn ein, rauben sein Portemonnaie. Noch einen Tag später prahlen sie damit auf dem Spielplatz. Silko und Marco B., die erwachsenen Brüder, kommen dazu. Man ist sich einig, der Örtel müsse abgestraft werden, bei dem sei bestimmt auch was zu holen. Die Polizei würde der sowieso nicht anrufen. Irgendwann nach 19 Uhr verschafft sich die achtköpfige Clique Zugang zu Örtels Wohnung. Die Älteren drängen den Wehrlosen in sein Schlafzimmer, prügeln auf ihn ein. Vor Gericht sagen sie, das seien nur ein paar Ohrfeigen gewesen. Hier haben sie den Eindruck, dass man das nicht etwa beiseite geschoben hat, dass man sich über diese Gefühle und Schmerzen von Herrn Örtel weggesetzt hat, sondern dass man das gar nicht gesehen hat, dass der sowas hat. Dass man eigentlich nur auf sich selber fixiert gewesen ist. Dass man eigentlich ja, wie in einem Videospiel oder wie in einem Computerspiel gar nicht gemerkt hat, dass das eine reale Person mit Gefühlen und mit Schmerzen ist, der man da irgendwas antut. Wieder auf dem Jägerspielplatz wird das geraubte Bier getrunken. Als keines mehr da ist, will man bei Örtel Neues holen und stachelt sich gegenseitig an. Der Örtel habe noch nicht genug auf die Schnauze gekriegt. Für einige aus der Clique ist die Stimmung inzwischen zu krass geworden. So kehren nur noch die beiden Brüder und drei 15-Jährige in die Wohnung zurück. Nicht schon wieder soll Andreas Örtel noch geröchelt haben. Da muss mit voller Wucht wie auf einen Fußball zugetreten worden sein. Das Rückenmark ist im Bereich der Halswirbelsäule gezerrt worden und dadurch ist es dann zu einer sofortigen Querschnittslähmung gekommen und in der Folge zu einem Versterben. Menschen ziehen aus Naumburg fort, in den Westen. Der Verlust des Arbeitsplatzes und andere Probleme finden sich auch in den Familien der jugendlichen Mittäter. Das Abrutschen in die Kriminalität. Ein Zustand, an den man sich gewöhnt hat. Er hat seine Macken, wie jedes Kind auch. Ja, da ist nicht fehlerfrei. Und ich will auch nicht sagen, dass der ohne Fehler ist. Da hat er schon viel Scheiße gebaut. Da hat er schon zweimal vor Gericht gestanden. Weil die Jugendlichen leicht sind da. Wie Einbruch und was war das? Autos beschädigt. Ne? Ich kann sagen, dass es die letzten zwei Jahre waren, wo man sagen kann, dass er anfängt langsam abzurutschen. Da ist nicht mehr in der Schule gegangen. Und nachher, wo die Großen aus dem Knast gekommen sind, da fing das an. Im Prinzip, dass sie sich getroffen haben auf dem Spielplatz. Und mein Großer hat die eigentlich im Prinzip zusammengebracht. Da hat die auch an die Drogen gebracht und alles so ein Scheiß. An Alkohol. Über 10% der Jugendlichen könne man nicht mehr erreichen, sagt uns der Direktor einer Schule, auf die einige aus der Clique gingen. Die Schule wird geschlossen, weil die Zahl der Schüler immer mehr abnimmt. Naja. Über alles offen sprechen möchte der Direktor nicht. Am Samstag, einen Tag nach der Tat, öffnen zwei Jugendliche die Tür zu Andreas Örtels Wohnung. Als sie merken, dass er tot ist, rauben sie noch den Fernseher und den Videorekorder. Der braucht ihn doch nicht mehr, sagte einer später bei der Vernehmung. Da ist dann später eine Gruppe von Mädchen aufgetreten, die sich die Mörderbräute genannt hat, intern. Die also offensichtlich stolz drauf war, dass ihre Freunde wegen Mordes inhaftiert sind. Und das ist eigentlich das, was an dem Verfahren auch so erschreckt und für die Zukunft so ängstlich macht. Da ist nichts wichtig. Da ist auch nichts, womit man die packen kann. Da sind nur noch ja, Äußerlichkeiten und vorübergehende Kicks, die als wichtig empfunden werden. Die verurteilten 15-Jährigen kannte man auch in Naumburger Jugendtreffs. Hin und wieder verstießen sie gegen die Hausordnung. Doch niemand dachte, dass sie zu solch einer Tat fähig wären.
Peter Sodann spricht mit Marcel, dem Breakdancer. Wir sind froh, dass wir das haben. Weil was wollen wir sonst draus machen? Sonst wirst du kriminell und lenkst uns euch wieder ab. Ich fein, was er hier macht. Gefällt mir. Sehr. Jahrelange Arbeit, 8 Jahre. Ja, ich weiß, das sehe ich. Das ist hartes Training dahinter. Sagst du immer nur, wie lange noch? Die Problematik. Wenn man böse ist, könnte man sagen, dass im Grunde genommen da auch von der Politik her eine Fehlentwicklung eingesetzt hat. Man spart das Geld im Vorfeld ein und sieht dabei nicht, dass man es dann nachher im Bereich der Vollstreckung und so ein Platz im Jugendstrafvollzug ist erheblich teuer, vielleicht doppelt und dreifach wieder bezahlen muss. Naumburg. Jugendliche hocken ab. Politiker sitzen aus. Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 20%. Die Zahl der Nichtwähler bei über 50%. Kaum Lehrstellen, nur Leere. Vieles wird egal. Nur stark muss man sein. Sich durchsetzen. So haben Eltern ihre Kinder irgendwann verloren. In einer Gesellschaft, die das nicht interessiert. Über diese Hilflosigkeit zu sprechen, gelingt nur anonym. Man versucht, sie auf den richtigen Weg zu bringen, aber sobald wie sie dann draußen in ihrer gewohnten Clique nachher dann sind, ich weiß es nicht, da ist sämtliche guten Vorsätze sind danach dann wahrscheinlich flöten gegangen. Als Loser wollen sie nicht dastehen oder als Feiglinge. Man merkt schon, dass es ihm zu schaffen macht. Und er hat auch gesagt, das ist alles scheiße, wie es gelaufen ist. Was ist nun passiert? Und da müssen sie nun durch. So gleichgültig irgendwie waren wir ja damals nicht. Das ist irgendwie, ob das mit der ganzen Ellbogengesellschaft heute dauert, durchwurschteln, aber ich weiß es wirklich nicht. Landgericht Halle, April 2004. Noch immer schleppt sich der Prozess gegen die erwachsenen Brüder Silko und Marco B. dahin. Einmal in der Woche ein paar Verhandlungstermine. Vergebene Chancen in Sachen Wahrheitsfindung, meinen Beobachter. Die Tat wirklich zu bereuen, könnten die Angeklagten in diesem Verfahren nicht lernen. Wenn eine Verhandlung so lange dauert, sie zieht sich ja nun schon ewig hin, ist der Prozess innerhalb der Bevölkerung oder die Tat überhaupt nicht mehr Erinnerung. Neue Taten kommen, neue Geschehnisse. Heute ist der Gerichtsmediziner geladen. Die Prozessbeteiligten schauen sich die Tatortfotos an. Ich kenne solche Fotos, aber ich muss mir sein Gesicht nicht noch verunstalten lassen in meiner Erinnerung. Wenn die Angeklagten da zu den Bildern, an den Bildern stehen und ich kann ja nur nicht in sie hineinkriechen, dann kann ich irgendwie feststellen, was sie denken, aber ich wäre wohl erschüttert. An manchen Tagen sind auch die Eltern der Angeklagten unter den Zuschauern. Dass Silko auf die schiefe Bahn gekommen ist, war abzusehen. Doch an Marco, den jüngeren Sohn, haben sie immer geglaubt. Das Jahr, wo er seinen Zivildienst gemacht hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und als ich noch im Pflegeheim Hausmeister war, ging er mir auch zur Hand. War gerne und er hat auch immer mitgeholfen. Und das war eigentlich für ihn, muss ich sagen, wo ich mich selber gefragt habe, ich sage, Mensch, dass du das backst im Krankenhaus und ich meine, das ist ein Haufen Elend. Um das zu sehen und dann noch zu helfen und anzupacken, da gehört auch schon was dazu. Darum sage ich, ich begreife die ganze Tat nicht. Mit Peter Sodann will der Vater nicht sprechen. Zu groß ist die Scheu, vielleicht auch die Scham. Alle Eltern sind in irgendeiner Weise froh, wenn ihre Kinder ihnen diese Probleme nicht machen. Und auch Eltern sind nicht gefeit davon, dass Jugendliche außerhalb ihres Elternhauses Dinge tun, an die man sich gar nicht, an die man gar nicht glauben will. Wir lernen Andreas Oertels.